Topf zumachen, den Luftsauerstoff vom brennenden Topf trennen und schon sind die Flammen aus. Zur Information, der Bürgermeister der Stadt Gladbeck ist eingetroffen und wird gleich im Anschluss, genauer Zeit muss ich gleich mal eben erfragen, ein neues Fahrzeug an die Feuerwehr übergeben. Ja, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, grüße Markus Jakobi, den stellvertretenden Stadtbrandmeister, grüße Volker Drohbauer, den Löschzugführer des Löschzugs Bau, und Herrn Holger Mehl von unserer hauptamtlichen Feuerwehr. Ja, also dann und wann hatte ich schon in meiner Amtszeit das Glück, ein Feuerwehrauto zu übergeben. Heute ist es wieder soweit. Ein TLF, Tanklöschfahrzeug mit 4000 Litern, TLF 4000. Und in der Tat ist es so, dass bei uns im Rathaus, wenn es darum geht, was können wir für die Sicherheit, was müssen wir für die Sicherheit unserer Stadt tun, da sind eigentlich alle einer Meinung, dann diskutieren wir nicht lange, dann wird das geregelt. Das Fahrzeug, was wir jetzt gerade übergeben, Gladbecker Feuerwehr, hat 320.000 Euro gekostet, so wie es hier steht. 360 PS. Ja, das ist so ein Fahrzeug, ne? Da braucht man ja auch, ein 4000 Liter wollen ja bewegt sein, da braucht man schon ein paar Pferdestärken. Ich wünsche diesem Fahrzeug erfolgreiche Einsätze. Eigentlich muss ich ja sagen, wenig Einsätze. Dann bedeutet das, dass wir Sicherheit in der Stadt haben. Wenn es dann aber mal sein muss, dann wirklich erfolgreiche Einsätze. Ich wünsche unseren Feuerwehrkollegen und vielleicht kann ich auch sagen Kolleginnen und Kollegen, dass sie stets gesund von den Einsätzen zurückkommen. Und freue mich darüber, dass wir ein Stück zusätzlicher Sicherheit mit diesem Fahrzeug in unserer Stadt haben. Und will das sagen, was ich immer bei solchen Gelegenheiten gerne sage: Wenn wir eine Stadt gründen, dann wäre die Feuerwehr eine der ersten Einrichtungen, die man schaffen müsste, weil ein Leben, eine Stadtgesellschaft ohne Sicherheit eben keine Lebensqualität bietet. Und da sind wir gerade den Ehrenamtlichen, aber auch den hauptamtlichen Feuerwehrkräften sehr, sehr dankbar, dass sie ihre Freizeit, ja ich kann sogar sagen, ihren Lebensmittelpunkt in den Dienst der Stadtgesellschaft stellen. Deshalb wünsche ich noch einmal alles Gute mit dem neuen Tanklöschfahrzeug.
Ich muss noch zum Orange.